Hey ho, willkommen zurück zu Terranigma. Okay, ich habe mal nachgeguckt, was ich hier machen muss. Ich habe ein Item übersehen gehabt in dieser Höhle. Sonst komme ich hier nämlich nicht weiter. Das muss ich mir jetzt noch holen. Dafür muss ich wieder an diesen einen Ort, wo ich ja diesen Schatten im Wasser gesehen hatte. Da muss ich nochmal hin. Damit ich da überhaupt irgendwie noch was machen kann, denn hier in dieser Höhle. Genau, das. Ich bin auf dem richtigen Wege. So. Genau, und hier muss ich dann nach oben. Irgendwie. Am besten ohne, dass mich diese ganzen. Ah ne, hier bin ich falsch. Oh Gott. Ich bin aber auch manchmal doof. So, ich muss hier hoch. So. Genau. Und dann wieder von allen Scheiß treffen lassen. Oh, das macht so einen Spaß gerade. Meine Fresse. So. Haut ab. So. Diese Mistviecher, die nerven auch sehr. So, weg. So, dann hier wieder diese hässlichen Schleims. Oh Mann. Genau, hier war das. Genau. Hier hatte ich ja diesen Schatten gesehen. Und hier soll ich mich wohl nach ganz links runterfallen lassen. Ja, nun bin ich mal gespannt. Und tatsächlich, da ist sogar was. Ein Drachenanker. Okay. Und der soll mich wohl davor bewahren, von Strömungen weggerissen zu werden. So, dann rüsten wir den auch mal direkt aus. So. Ausgerüstet. Und wenn ich gerade hier bin, fordere ich auch eine Götterknolle. So. Na, die setze ich doch auch wieder frisch aus. Ja, dann hauen wir hier weiter ab. Wieder. Jetzt muss ich wieder zurück zu diesen Stromschnellen. Hep. Weil so schwer kann es jetzt nicht sein, da wieder hinzukommen. Aber dieser Tempel gefällt mir gar nicht. Muss ich gestehen, der gefällt mir nicht. So. Also da hatten wir schon schönere gehabt. Der Nixenturm, der war toll. Der war nämlich auch sehr einfach. Aber hier ist wieder so viel Kram, was ich nicht mag. Zum Beispiel halt, dass man von Gegnern getroffen wird, ohne dass man irgendwas tun kann. Ah, ist das nervig. So. Genau. Und jetzt mal gucken. Ja. Es funktioniert. Ich kann hier durchschwimmen jetzt. Und mich wieder von allen möglichen Scheiß treffen lassen. Ah ja, da. Okay. Nein. Oh. Hallo. Ach, leck mich doch. Kein Bock, meine ganze Energie dauernd zu verlieren. Yay, yay. Yay, yay, toll, hurra, macht Spaß. Igitt. So, weg. Hab Bock auf Vergiftungen. Ja, ich sehe da was. So. Ja, wenn man Wasserfälle hat, irgendwo muss ja auch mal ein versteckter Eingang sein. Ich habe irgendwie Befürchtung, dass es hier irgendwie auch langsam zu einem Endgegner kommt. Mal schauen. Oh Gott, das wird bestimmt so ein Wasserendgegner. Oh ne. Seeschlange oder sowas. Mein Gott, der Weg ist aber auch gar nicht weit jetzt gerade, ne? Wahrscheinlich schwimme ich hier gerade komplett umsonst lang. Den Wasserfall. Ich mag da nicht runter. Ah, ich mach das einfach. Oh Gott! Was soll ich tun? Muss ich diese Sterne hier alle erledigen, bevor ich den Drachen erledigen kann da hinten? Ja. Oh Gott. Ein Massaker hier. Sternfisch segelt auf Kraft zu. Ja, schön. Schön für den Sternfisch. Ey, weg. Weg. Wie viele sind das? Nein. Okay. Einer? Jetzt ist nur noch der eine, okay. Und da kommt wahrscheinlich der Drache auf mich zu. Wahrscheinlich so ein kleiner Zwischengegner hier mit den Seesternen. Und dann kommt der Drache. Und der zwei Köpfe. Oh Gott, den letzten erwischen.
So. Komm. Achso, ich muss mich dann einmal vom Feuer treffen lassen. Okay. Komm runter. Ah, Mist. So, komm runter. Nein. Nein. So. Komm runter. Oh nein. Oh. Wie mache ich das denn? Das klappte doch eine ganze Zeit lang gut. So, jetzt, jetzt, jetzt. Ah, Mist. Komm. Nein. Ich laufe dann immer zu weit weg. Oh, das ist doch zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. So. Komm runter. Was? Komm runter. Nein. Wieso? Komm runter? Ja. Komm runter. Nein. Oh, wie konnte er mich noch treffen? Dafür gibt es keine logische Erklärung. Hä, was? Oh nein. Götterknolle. Oh Gott, ich hasse so eine Gegner. Komm runter. Ja, gut. Gott, nein. Nein, nein, nein. Ja. Was auch? Das ist doch zum Kotzen. Ich hasse sowas. So, einmal wieder birnen lassen. Komm runter. Ja. Gott, wie viel hält denn bitte so ein scheiß Seestern aus? So. Komm, stirb endlich. Ah, okay. Und jetzt kommt der Drache wahrscheinlich. Ich kann im Moment nichts tun. Was macht der Drache denn jetzt? Kommt jetzt auch zu mir? Muss ich seine beiden Köpfe erledigen? Passiert nichts. Hitoderon ist vernichtet. Ne, er ist auch noch vor mir. Oder waren die Seesterne Hitoderon? Gossi schaut. Gossi? Okay. Grafe erhält Hornzauber. Ach so, okay. Also ist der Drache doch nicht der Böse. Waren also die Seesterne die Bösen? Komisches Spiel. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was, du wo bringst du mich hin? Wer ist das? Hallo Rü, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße... Ah, das ist Will, okay. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit, ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinem ersten Probeflug stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres, ich versprach dir eine Belohnung, also komm mit mir, ich zeig dir was. Ah. Oh, jetzt bin ich hier. Du bist ein Freund von Perry. Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakus Laden in Yamei begann Metallteile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet, alles umsonst. Ich habe kein Metall mehr, um es zu vollenden. Na toll. Ach, jetzt habe ich auch noch ein Stück Blech gefunden. Hätte ich wahrscheinlich auch schon vorher finden können. Na toll. Jetzt habe ich so viele Items und habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, super. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Kann ich wahrscheinlich wieder mit meinem Schiff irgendwo hinfahren. Na gut. Also hier jetzt irgendwas getan oder so? Nee, Liberita ist genauso toll wie vorher. Na gut, hauen wir hier ab. Ich könnte mich jetzt höchstens noch mit meinem Schiff irgendwie umsehen, was ich sonst machen soll. Ja, hier war ich ja schon mal, das war der Colorado. Mal sehen, ob ich mit meinem Schiff noch irgendwas finde, denn... Kann auch sein. So. Dann verlassen wir mal jetzt Amerika hier. Ja, am besten cruisen wir einmal hier herum. Mal schauen, ob wir dadurch irgendwas finden. Irgendeine Anlegestelle.
Ja, hier unten ist ja wieder mein Portal, womit ich ja nach Hause komme, glaube ich, war das hier. Ich weiß es aber gerade nicht. Also schauen wir uns weiter um. So, jetzt sind wir ganz unten angelangt und dann kommen wir nach oben. Mal schauen, ob wir hier auch noch irgendwas finden. Oder warum sollten sonst hier Bäume sein? Ja, da ist sogar eine Anlegestelle. So, dann gehen wir mal nach unten. Und da ist gar nichts. Toll. Und im Norden? Ja, da ist was. Aber vorher hier einmal umschauen. Nee. Astarika. Ach, wieder so eine tollen. Nee, den kann ich nicht verschieben. Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Aha. Kann ich mit euch quatschen oder so denn? Nö. Nö. Dann muss ich hier wahrscheinlich auch irgendwann einen anderen mal hin. Also merken. Ich frage mich echt, wie groß das Spiel insgesamt noch ist. Wie lange ich noch brauchen werde für das Spiel, weil es ist ja jetzt schon ein Riesenprojekt. So, aber auf mein Schiff. Mal sehen, wo kann ich denn hin? Nach Japan vielleicht? Mal schauen, vielleicht finde ich in Japan was. So. Mal gucken, wo ist Japan überhaupt auf der Karte? Muss ja hier irgendwo sein. Hier ist Neuseeland. Also muss ich nach oben. So. Mal nach oben. Warum hier auch Australien jetzt steht, keine Ahnung. Weiter nach oben. Ah ja, das war's. Tokio, ich bin in Japan angelangt. Schön. Dann können wir uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Oh Gott, viel zu groß, der Dojo hier. Sieht aus wie ein Dojo. Hier ist viel zu viel Kram. War das ein Fernseher da drüben? Ja. Mit einer Katze, natürlich. Typisch Japan. Okay. Ah, ein Kristall. Sehr gut. So gut, dann hau ich hier wieder ab. Oh Gott, das ist zu groß hier. Was haben wir hier? Wieder ein Hotel oder sowas? Eine Bücherei. Mit Computern. Okay. Also die sind hier schon sehr weit entwickelt, denn. So. Hallo. Was, du willst mit mir ausgehen in diesem Outfit? Eigentlich wollte ich das nicht. Aber nun gut. Du siehst aus wie ein Geschäftsmann. Nein, nein. Ich kann kein Deutsch. Dann reden wir halt auf Japanisch. Watashi wa Graf. Nicht jetzt. Aha. Das hier eine U-Bahn? Könnte ja fast so sein, ne? Ah! Pasteria. Hier ist ein Kristall. Das ist der Preis, den der Nudelkönig erhält. Ach, ne. Denn nicht. Was ist das? Hier steht Kanalisation. Betreten streng verboten. Ah ja, muss ich also wahrscheinlich hier irgendwo in die Kanalisation gehen. Aber dafür fehlt mir wahrscheinlich irgendwas. Hier ist ein japanischer Spieleladen. Wolke 7. Hallo Süßer, für die Attraktionen dieses Ladens bist du noch zu jung. Komm in ein paar Jahren wieder. Baby. Ah ja. Ah ja, solche Läden kennt man. Oh. Okay, Hotel. Ah, guck mal da, mein schlaues Büchlein. So. Diddlidlid. Schnell eingetragen. Aber ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle auch den Part hier in Tokio und dann gucken wir uns hier beim nächsten Mal weiter um. Also bis dahin. Tschüss.